Ich bin beeindruckt. Nur wenige halten das so lange durch. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Meine Fragen sind simpel. Ich will zuerst Ihren Namen. Für wen Sie arbeiten. Und woher wissen Sie von der Existenz der Basis? Natürlich will ich auch wissen, was draußen beim Eindämmungsfeld passiert ist. Sag nichts, halt den Mund! Ich werde Ihnen dieselben Fragen immer und immer wieder stellen, bis Sie sie beantwortet haben. Wie ist Ihr Name? Eigentlich erwarten wir von mir, dass ich rede, oder? Das muss schmerzhaft sein. Sie brauchen nur zu antworten. Und Ihr Kamerad wird nicht länger leiden müssen. Noch keine Antwort? Was muss ich tun, damit Sie sprechen? Möglicherweise brechen Sie Ihr Schweigen, wenn ich etwas weitergehe. Das ist doch vollkommen unnötig. Sie müssen mir nur antworten und dieser Albtraum hat ein Ende. Na los doch. Reden Sie schon. Ich hasse es, Menschen so sinnlos leiden zu sehen. Ein sehr dringender Auftrag. Ich muss Sie leider verlassen. Ich werde schon bald zurückkehren und dann werden wir uns weiter unterhalten. Was jetzt? Wir finden und zerstören den Kondensator und raus. Und schon eine Idee, wie du das machen willst? Nein. Aber ich überleg mir was. Ja, verstehe ich nicht, aber das war ja erst irgendwie so ein Vorrückblick oder was sollte das sein? Eben. Ja, aktuell, dann wieder dieser Rückblick, dann wieder aktuell, dann wieder dieser Rückblick, so eine Art. Ja. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen. Ach so, wir können nicht nur warten. Nicht zu nah rankommen, weißt du, da steht direkt einer. Ja, aber wir müssen hinten. Nee, da hinten ist. Wir müssen definitiv da rum. Ja, da vorne ist aber einer. Der ist, glaube ich. Ja, aber einer stand direkt neben mir gerade. Ja, aber das ist ein Kommandant oder was soll der? Kannst du da irgendwas machen? Oh. Ja. Komm mit. Was? Aber... Sei still und folg mir. Gott, das geht. Lass dich nicht berühren, denk dran. Jetzt zum Kondensator, bevor sie merken, dass was nicht stimmt. Links vielleicht? Da ist so ein... Das kann ich nichts machen. Nicht der Weg zum Kondensator. Entweder muss ich da durch oder da hinten hin? Ja, da ist nur eine Waffe. Also, achso, nee, da steht er noch. Okay, das halt nur nicht dich von dem berühren lassen. Ne? Aber das ist nicht der Kondensator. Nee.
Aber guck mal, ob du vielleicht irgendwas anfassen kannst oder so. Glaube ich zwar nicht, aber... Ich muss mal irgendwas hier holen in der Ecke. Geht irgendwie, als ob der Stock im Arsch hat, ne? Nee, ich kann auch nicht drehen. Also das ist komplett falsch, weil ich kann auch nicht... Er geht immer weiter weg. Ja, pass auf, nicht so weit links. Wow. Der denkt auch, die ticken sich auch, was ist mit dem los? Ja, vielleicht inspiziert der aber auch was oder so, dass sie das denken. Okay, du brauchst doch über das, denke ich mal. Ich hab die Red Card. Ich hab alles. Die Tür da drüben. Das muss der Weg sein. Schnell, Aiden. Wir müssen weiter, sofort. Was ist denn da drüben? Ich denke mal die rote, ne? Weil wir da... Ist ja auch wahrscheinlich rotes, hochgestuftes Level oder so, denke ich mal. Der kommt dann etwas nach. Ich fühle Echos, sie kommen aus der Kluft. Es ist zu einfach, da ist was faul. Jody! Jody, was ist da los? Get on! One button! Verstehe. Damen liegen ein! Women, ja, one Damen! Junge, red Deutsch oder Englisch? Also, du kommst da nicht durch, das ist schon klar. Das ist wahrscheinlich als Schutz dafür. Kannst du damit was machen? Nee. Als Schutz dafür, dass die nicht rauskommen sollen. Das habe ich schon verstanden. Das wird übrigens auch erklären, weshalb du denn nicht bei warst bei der Folter. Die Frage ist, was kannst du eventuell machen? Weil der ist ja jetzt auf dich. Da hinten ist was blau. Durch die rote vielleicht kann ich einen steuern. Warte mal. Das ist nicht die rote Tür. Ja, ja, ich weiß. Aber da kann ich nichts machen mit dem. Du bist jetzt irgendwie von mir getrennt, aber du kannst ziemlich weit weg, komischerweise. Ja, ja, wir sind ja, losgelöst, sag ich mal, voneinander. Das hier hinten. Da ist irgendwie ein Überwachungsraum. Da ist was. Den Typen, glaube ich, kannst du. Aiden, ich brauch dich! Ach, ist das nicht der, der da... Nee, das ist nicht der, der reingekommen ist, oder? Boah, Junge, ey. Ja, weißt du mal, wie scheiße das ist, wenn ich das steuern muss. Ja, vor allem, ich kann mich nicht umdrehen, ich kann nichts machen. Ich dachte, hier ist irgendwas, aber... Ne, da kann er nicht hin. Er kann nicht raus, er kann nicht zu denen. Hä, was ist mit dem? Muss ich irgendwas machen bei dem? Am Pult. Warte mal. Hallo, Pult. Ach, wo läufst du hin? 你在这干什么？这没你什么事。回你的营区去。我的天哪！哎，怎么回事？ich muss erst was anderes machen, irgendwas ablenken hier. Du bist jetzt rausgegangen? Anscheinend, ne? Ja, oder kannst du den draußen jetzt mit was anderem steuern vielleicht? Der ist weg. Aber ich kann ich auch nicht. Doch, ich kann nicht. Siehst du einen? Der geht aufs Klo. Nee, doch nicht. Nee, der wird schlafen. Vielleicht irgendwas mit der Tür oder so, weil hier liegen ja massiv Leute. Das ist die Dusche und was war das links? So, Kaffeeraum. So viele Leute. Der muss irgendwie. Vielleicht muss er hinterherkommen, aber da kannst du. Nee, du kannst ja nicht hier durchgehen. Das sind Schlafkabinen. Da komme ich nicht hin. Hier komme ich wahrscheinlich nicht durch zu denen. Ja, also zu denen nochmal zurück würde ich nicht machen. Da wirst du ja getrennt. Also, ja, das, die Barriere, also ich glaube, dass in dem Raum diese Barriere ausgeschaltet wird, damit man durch kann wieder. Also das heißt, ich muss irgendwas machen, aber ich muss die ablenken. Rechts und links sind das jetzt Räume?
Warte mal, hier, warte mal, hier ist ein Wartungsraum. Vielleicht muss ich hier irgendwas machen. Hm. Was? Eisen. Hast du mal den armen Eisen in Ruhe? Da musst du ja irgendwas überlegen, wie er dich da rausbekommt. Oder muss ich hier drinnen was kaputt machen? Ja, vielleicht gegenüber. Das wäre logischer als da, wo die Werkzeuge sind. Boah, das läuft. Das ist eine Waffenkammer. Warte mal, da könnte ich mir eine Waffe holen. Oder? Ja, ah, pass aber auf, pass aber auf. Ja, hau den. Hab ich. Und dann such dir irgendeine Uzi oder sowas. Eine Uzi? Nee, ich nehme AK. Ich will keine Uzi. Warum nicht? Und jetzt müsstest du eigentlich rein und die ausschalten können. Das mache ich auch. Da. Hallo, ich will Aiden. Nicht da. Hallo, was machst Aiden, du da bist oben? Da. Schnell. Finde mich. Ach, weil die jetzt alle draußen sind. Ja, klar. Mal da unten. Aiden, du bist hier. Schnell. Hol mich hier raus. Hallo? Ja, ich war... ein bisschen fester sein. Ich muss erst rein. Lass den Typ doch einfach da. Ryan? Ja. Ryan, bist du da? Ich komme mal nicht rein. Drängen Sie. Nee, ich träume mich auch gerade. Aber vielleicht brauchen wir ihn noch für irgendwas. Aber du konntest noch weitermachen, das weißt du. Der ist doch jetzt geheilt gewesen. Er hat immer noch den blauen Punkt. Nee. Warte, dann geh ich nochmal gucken. Hä, wo hat der einen blauen Punkt? Ja, gerade wo du weggegangen bist, hat er noch einen blauen Punkt. Geh mal da weg von der Tür, weil die fliegt jetzt weg. Okay, das war gut. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Nicht wirklich. Kannst du laufen? Ja, ist klar. Geh zu den U-Booten, warte auf mich. Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jodie, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jodie. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Außerdem, was beschwert er sich hier eigentlich? Wo war der Verhörraum? Was beschwert er sich eigentlich? Ich meine, die haben mich zum Militär geschleppt. Die haben dafür gesorgt, dass ich sowas über mich ergehen lasse. Oh, okay. Ich denke mal, da müssen wir hin, wenn das schon Gegner sind. Ja. Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Ja, und wo ist der?
Das ist da drin von Lohau mit den Waffen, oder? Na, kann trotzdem sein. Mach doch mal. Kümmer dich um den Mistkerl, Aiden. Ja, guck mal, hier geht die auch nicht durch, wie bei den Indianern. Ey, und dann kannst du die Leute nicht retten, weißt du? Da, nein, dreh dich um. Los. Weißt du, was der Fehler bei den Indianern war übrigens? Das ist mir jetzt so eingefallen, jetzt gerade eben. Du hättest mich, das umschalten müsstest auf mich und nicht selber hingehen. Und ich hätte dann dahin durchschweben können. Ja, das ist wahrscheinlich, das war der Fehler. Das ist mir gerade eingefallen, wo ich da durch die Türen gegangen bin. Ich hätte das machen müssen, das also umschalten müssen. Naja. Oh, verdammt. Kannst du dich mit denen irgendwie an... Ah ne, die sind jetzt nach links abgehauen, oder wie? Ja, toll. Da hinten sind welche. Links und rechts. Ich kann die aber auch nicht angreifen. Geht nicht. Nee, ich dachte jetzt, du könntest, weil hier vorne war ja eigentlich erst so ein Vieh. Nee, ich geh nur mal weiter, glaube ich, erstmal. Ich weiß noch nicht. Keine Ahnung, in welche Richtung. Da ist irgendwie... Laborzimmer? Hi. Nee, da ist nichts. Guck mal, von der Nacht. Ich komme da gar nicht durch. Warte mal, ist hier sonst noch was? Da ist auch mal... Nee. Ja, ich dachte, wir müssen jetzt hier hin und müssen das dann wegspringen, aber... Nee, vielleicht doch einen anderen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal alles durchsuchen. Durch. Geh da durch. Los. Ich geh mal nach links. Immer den Blut hinterher. Oder? Uhua. Sie will nicht, okay. Aber hier ist doch auch so. Ja, da hinten ist der Kon. Hier lässt es uns aber weiter gehen. Das ist doch eigentlich ganz gut. Ne, das ist ein Schwimmbad. Da ist kein Schwimmbad, da ist ein U-Boot, Dings. Aber da ist der. Ach so, ja, stimmt. Wo die, oh. Mal. Ich guck gleich mal, ob ich auf dich umstellen muss. Du brauchst den Anzug, genau. Muss ich da Roboter auch noch, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber praktisch, dass er genau passend ist. Ja. Die wussten, dass du kommst. Ich bin bei dir. Nicht weit weggehen. Doch Licht geben. Drück mal die 1. Ja. Ruhig bleiben, Aiden.
Sie hat mich doch schon lange angreifen müssen eigentlich. Ja, es kommt noch, glaube ich. Ja, aber kannst du dich an das erste Mal erinnern, wo die da alle ausgebrochen sind? Die haben mich doch direkt angegriffen überall. Ja. Ich habe auch gedacht, die Wissenschaftler und so, die stehen gleich auf. Ich glaube, die Sprengladung. Ja, aber der Punkt kam eben nicht. Hast du ja gesehen, die stand direkt davor und die kam nicht. Frage ist nur, hat sie auch einen Zünder dabei? Nee, da ist so eine elektronische Uhr dran. Also, ja, sie hat aber nichts eingestellt. Ja, ich glaube doch am Anfang so, hat sie da was gedrückt. Ah, jetzt sieht man es doll. Gut, 3 Minuten. Nichts wie weg. Ja, stimmt. Du stirbst heute hier mit mir, Mister. Größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Das ist der Typ, der mit uns hier ist? Nee. Jahrelange Arbeit. Und alles umsonst. Deine Taten wirst du büßen! Das war nicht gut. So sieht das aus, wenn ich abwehre. Wir sehen uns. Auf der anderen Seite. Okay.
Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Ja. Also jetzt steuert er aber das Bild. Ja. Oder Autopilot. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Dass er sich auf sich selber konzentrieren muss. Ich sehe nicht, was ich drücken soll. Links. Du musst schwimmen. Ja, aber wenn das Ding immer so wegzuppelt, weiß ich doch nicht, welche Taste. Schon, dass der erfriert, wenn er in den Klamotten bleibt. Fuck, ich hasse Geld. Er muss dann in Bewegung bleiben. Mit dem Auge. Ja, schon okay. War die richtige Entscheidung. Ich hätte es auch so gemacht. Danke. Immer noch sauer auf mich. Ja, klar. Bin ich das. Tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Ja. Yeah. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Unter anderen Umständen. Ey, das habe ich nicht gedrückt. Hallo. Wäre ich sehr bewegt. Ich wollte ironisch antworten. Das war dein Gefühl. Gut. Blödes Spiel. Also, was ist mit dir? Liebst du mich denn auch? Nein. Sind wir jetzt gemein?
Ich Nein, das hallo. Aber ist richtig. Hätte ich jetzt auch gewonnen. Einen Moment, aber... Ja. Nein, tue ich nicht. Sorry. Du bist ja sowas von dickköpfig. Okay, wer Ehrlichkeit mit Dickköpfigkeit vergleicht, ja, hat es vielleicht nicht anders verdient, ne? Genau. Aber immerhin haben die die Antwort ausgewählt, die ich auch so gefehlt hätte. Da! Da drüben! Okay, dann war das nicht der, der mit dahin geschickt worden ist. Aber das war auch so ein Japaner irgendwie. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Mhm. Auge um Auge habe ich freigeschaltet. Fast so einfach. Ja, 44% haben das Reden verweigert. Leute, also ganz ehrlich, die anderen 56% haben wahrscheinlich auch noch nicht davon gehört, dass man bei der Armee sowas gelernt bekommt, dass man eben Schmerzen ertragen muss und auch ertragen muss, dass der andere Schmerzen erträgt. Und ich habe mir gedacht, okay, sie war bei der Armee. Ich habe mir doch gedacht, solange er ihm nicht das Auge aussticht, da kann er alles machen. Aber ja. Das ging dann ein bisschen zu schnell, bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Wir sind in Basis eingedrungen, haben Besitz ergriffen von dem Typen, meinen die wahrscheinlich, haben 90% gemacht. Ja, was sollst du auch sonst machen? Ryan nicht verziehen, dann 42 gemacht. Ganz ehrlich. Guck mal, das zeigt wieder. Hallo. Der Arsch hat uns total verarscht. Genau. Also dem das zu verzeihen, außerdem, der Indianer ist doch die viel bessere Partie. Ich meine, da können wir immer noch zurückgehen. Ja, richtig. In Basis eingedrungen sind nur 64%. Ja, wie, was willst du denn sonst machen? Dann nehmen die dich fest oder? Ach so, dann nehmen die dich vorher schon fest oder so. Kann das vielleicht auch gehen? Ich weiß es nicht. Aus der Basis entkommen sind aber auch nur 54%. Ja, dann ist dann das Spiel zu Ende, oder wie? Das ist krass. Ryan ja, sagt, das dass sie nicht lieben. Oh, oh, oh. Nur 31 haben das gemacht. Ja gut, es haben ihn ja 58% verziehen. Ne? Und die meisten davon werden dann auch gesagt haben, dass sie ihn lieben. Aber hallo, der Typ ist ein Arsch. Also, sorry. Ich meine, wie seht ihr das? Hätten wir ihm jetzt verzeihen sollen und ihm vielleicht noch sagen sollen, dass wir ihn lieben? Aber ganz ehrlich, ich meine, sie liebt ihn ja nicht. Ich meine, wir haben ja den Indianer nachher geküsst, ne? Und der war ja sowieso viel cooler und alles. Das ich meine, soll man den anlügen dann? Also, nee, ich bin für Ehrlichkeit. Auch wenn es schmerzhaft ist manchmal, aber ich bin für Ehrlichkeit. Richtig.